Willkommen beim DB Masters Webinar zum Thema Neusinevers modifizierende Transaktionen. Auch in diesem Webinar zu dem Thema Neusinevers verwenden wir unseren gleichen alten ESXi-Server. Dieses Mal brauchen wir nur zwei VMs, sind gleich aufgesetzt wie auch schon bei den letzten Tests. Der Unterschied ist, dass wir dieses Mal auf Datenbanken mit Multitenant setzen, das heißt eine CDB-Datenbank mit drei PDBs. Eine dieser CDB nutzt Oracle DNFS und in der anderen nutzen wir ein VMDK. Das heißt, eine VM ist mit Oracle DNFS konfiguriert, die andere mittels VMDKs im FS-Data-Store. Die Ionen-Logfiles sind 200 MB und vor jedem Test machen wir einen eigenen Log-Switch, damit wir immer bei einem neuen Ionen-Logfile starten. Wir haben eine ganz einfache Testtabelle, bestehend aus zwei Spalten, einem Number und einem Character-Feld, die im Tablespace Users laufen. Man kann die gleichen Performance-Tests auch in einer Non-CDB-Datenbank durchführen. Dann bräuchte ich drei Tabellen Perf-Test, um hier eben Parallelisierung darstellen zu können. Testscript. Wir haben ein Testscript, das viele kleine Transaktionen simuliert, indem es einfach ein Insert und ein Commit durchführt. Das soll eben normale Transaktionen mit eben kleinen Datenmengen simulieren. Und dann haben wir ein zweites Testscript, das in einer Loop zuerst Daten einfügt und diese Daten dann eben Bausch und Bogen jeweils komplett updatet. Damit simulieren wir größere Transaktionen, die eben hier eine größere Last für den Logwriter darstellen, für die schreibende Host darstellen. Die Ergebnisse. Zuerst schauen wir uns an, wie schaut das Ganze aus mit dem Skript, das nur viele kleine Transaktionen durchführt. Starten wir das in einer PDB, so ist die Laufzeit in etwas über eine Minute. Starten wir es gleichzeitig in allen drei PDBs, dann ist die Laufzeit marginal länger, liegt aber im Bereich der Messungenauigkeit. Wie schaut das Ganze aus mit VMDK? Der erste Test war auf DNFS. Wir sehen, die Laufzeiten sind hier praktisch ident. Wir liegen hier im Bereich der Messungenauigkeiten. Wir haben jeden Test mehrfach durchgeführt und den schnellsten und den langsamsten Lauf hier ist aufgeschrieben. Wenn wir uns die Zahlen so ansehen, können wir hier keinerlei Neusinever-Verhalten feststellen. Warum? Wir haben einfach keinerlei Limit erreicht, wo irgendeine Struktur gestresst gewesen wäre. Hätten wir sehr viel mehr gleichzeitige Transaktionen durchgeführt, hätten wir sehr wohl hier etwas feststellen können. Dann hätten wir aber eben nicht mit einer Session in einer PDB, sondern vielleicht mit zwei, drei, vier Sessions in einer PDB arbeiten müssen. Wie schaut das Ganze aber jetzt mit den großen Transaktionen aus, wo ich eben sehr große Brocken habe, die ich hier auf einmal modifiziere? Da sehen wir, die Laufzeit ist in etwa 50 Sekunden. Wenn ich eine PDB das laufen lasse, starte ich es gleichzeitig in allen drei PDBs, verdoppelt sich die Laufzeit in etwa. So mehr wie verdoppeln. Das heißt, hier merken wir schon ein neues Neberverhalten. Warum? Weil eben der Logwriter der Multitenant-Datenbank, der CDB-Datenbank, einfach jetzt ein limitierender Faktor wird. Mit VMDKs schaut das Ganze noch viel schlimmer aus. Da ist von vornherein die Laufzeit schon deutlich höher, auch wenn ich es in einer PDB laufen habe. Starte ich es dann in allen drei PDBs gleichzeitig, ist die Laufzeit in etwa dreimal so lang. Das heißt, hier haben wir nicht nur den Logwriter, sondern auch, wie im letzten Webinar zum Thema Neusinevers und I/O beschrieben, hier durch das Virtualisieren des Filesystems, des VMDKs, eben einen zusätzlichen limitierenden Faktor, der dafür sorgt, dass wir hier länger brauchen. Durch mehrere dieser großen Transaktionen gleichzeitig bringen wir den Logwriter somit in einen Engpass. Die Laufzeiten steigen. Das heißt, in Summe schaffe ich hier nicht eine lineare Skalierung, sondern eben durch die Limitierung von Neusinevers werden meine Verarbeitungen langsamer. Und wir sehen auch nochmal, dass Virtualisierung im Gegensatz zu direkten IOs einen merklichen Auswirkung auf die Laufzeit haben kann.
Was passiert, wenn wir jetzt aber kombinieren? Was ist, wenn wir kleine und große Transaktionen haben? Zuerst wieder mit DNFS. Wir haben zweimal die kleinen Transaktionen in verschiedenen PDBs gestartet, während in der dritten PDB große Transaktionen gelaufen sind. Wenn wir uns da anschauen, die kleinen Transaktionen in den, sind etwas schneller, als wenn sie auf drei laufen würden. Was verwunderlich ist, ist, dass die großen Transaktionen sogar schneller geworden sind. Die waren vorher im Bereich von 50 Sekunden, sind jetzt zwischen 40 und ein bisschen mehr. Woran liegt das? Nun, es liegt daran, dass die kleinen Transaktionen dafür sorgen, dass der Logreiter öfter kleinere Happel schreibt und somit in Summe den IO-Durchsatz sogar schneller rausbekommt. Das heißt, hier haben wir zumindest für die große Transaktion sogar einen Beschleunigungseffekt erfahren. Schauen wir uns das Ganze allerdings für VMDKs an, dann ist das Ganze nicht mehr so erprickelnd. Das heißt, wir haben hier wieder deutlich längere Laufzeiten bei den kleinen Transaktionen und auch für die großen Transaktionen ist die Laufzeit hier angestiegen. Große Transaktionen haben deutliche Auswirkungen auf die Performance von den kleinen Transaktionen in den anderen PDBs. Das heißt, habe ich eine multitenant Umgebung, wo in einer PDB eher große Transaktionen unterwegs sind, bremst mir das auch die anderen PDBs, wo kleinere Transaktionen unterwegs sind. Im Fall von DNFS werden die großen Transaktionen sogar schneller, weil eben die kleineren IO-Größen für den Logreiter dazu führen, dass der Logreiter öfter schneller wegschreibt und damit hier es nicht zum Stauverhalten kommt, weil eben große IOs weggeschickt werden müssen. Zusammenfassung. Das IO-Verhalten ist grundsätzlich davon abhängig, unabhängig, ob man das Ganze mit mehreren Transaktionen in einer Non-DDB macht, ob man eine PDB hat, wo man die Transaktionen drin hat, oder mehrere PDBs. Wir haben den Weg mit mehreren PDBs gewählt, weil es zum Testen einfacher ist. In jedem Fall ist aber der Logreiter der Auslöser für das Verhalten. Das heißt, wir bringen den Logreiter in eine Situation, wo er an Limitationen stößt und diese sorgen eben dann dafür, dass etwas länger dauert. Die kleinen Transaktionen behindern sich nicht sofort gegenseitig. Solange nicht der Logreiter aufgrund von sehr vielen kleinen Transaktionen eben an seine Grenzen stößt. Dazu braucht man aber eben nicht nur, wie in unserem Beispiel, 3-4 Sessions, da bräuchte man wahrscheinlich 10-20 Sessions dazu. Bei großen Transaktionen bringt man den Logreiter sofort in einen Engpass, weil der IO-Size so groß ist, dass man eben dadurch sehr schnell ein störendes Verhalten hat. Das heißt auch, dass auch andere Transaktionen in anderen PDBs davon negativ beeinflusst werden. Und wir haben wieder gesehen, dass die Nutzung von virtuellen Disken, von VMDKs, wie auch immer sie bei ihrer Virtualisierungslösung heißen, einen weiteren limitierenden Faktor reinbekommen. Das heißt, nicht nur der Logreiter war hier der limitierende Faktor, sondern auch die Verwaltung des Filesystems für die VMDKs, für die V-Disken. Und dadurch sind wir schneller in den Bereich gekommen, wo es zu Engpässen kommt und die Auswirkung, die neue Nebenauswirkung ist einfach viel höher. Haben Sie noch Fragen? Brauchen Sie Unterstützung? So wenden Sie sich einfach einer unserer Mitarbeiter oder kontaktieren Sie uns über unsere Homepage. Ihr Christian Funter von DB Masters.